Hey, willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zu einer neuen Serie bzw. einer kleinen Special-Idee heute mal. Es gibt ein spezielles Video und heute geht es um meine Top 11 des 33. Spieltages, präsentiert in Ultimate-Team-Karten. Und ich denke mal, das ist eine ganz coole Idee eigentlich, zumindest für die letzten beiden Spieltage, wo ich da vorher nicht drauf gekommen bin, weiß ich nicht. Aber ich glaube, ich könnte mir vorstellen, das sogar auch nächste Saison zu jedem Spieltag zu machen. Normalerweise gebe ich meine Elf des Tages immer nur auf transfermarkt.de ab. Aber heute dachte ich mir, warum das Ganze nicht auch mal auf YouTube zeigen. Zunächst einmal, wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, schreibt mir in die Kommentare, was ihr von dieser Idee haltet, ob ihr das gerne in Zukunft sehen möchtet. An sich wird das natürlich nicht als vollwertiges Video, sondern nebenbei so kommen, aber das wäre ja ganz cool, denke ich mal. Und in der Videobeschreibung ist heute das erste Mal ein Link zu IG Vault. Da könnt ihr auf jeden Fall vorbeischauen. Das ist mein neuer Sponsor, bzw. meine neue Partnerseite, auf der ihr sehr günstig Münzen sehr cool bekommen könnt. Das Ganze ist ja sehr, sehr schnell. Das Ganze ist sehr, sehr sicher. Und ihr unterstützt mich dabei auch noch, was natürlich für mich wunderbar ist und für euch dementsprechend auch. Wenn ihr da Bock drauf habt, würde ich mich extrem drüber freuen. Mit dem Rabattcode MaxGamingTV, der in der Videobeschreibung ebenfalls steht, kriegt ihr nochmal 6% Rabatt auf eure Bestellung. Und das ist doch mal eine sehr, sehr gute Sache, kann man auf jeden Fall nichts gegen sagen. So, warum also heute diese Prediction von Footwiz, beziehungsweise auch Footwiz? Das Ganze liegt daran, dass ich in der Schule, wo mir diese Idee gekommen ist, nicht auf Footer zugreifen kann, sondern nur auf Footwiz, und deswegen haben wir das Ganze so gemacht. Natürlich könnt ihr mir gerne auch eure Top 11 des Tages in die Kommentare schreiben. Ich denke mal, da sind wir relativ frei, denn jeder hat seine eigene individuelle Meinung. Natürlich gibt es welche, die besser begründet sind und schlechter begründet sind, aber ich hoffe, dass ich meine so begründen kann, dass ihr sie zumindest nachvollziehen könnt. Sie muss nicht eure entsprechen, aber ich denke mal, ich habe da schon ganz gute 11 Leute rausgepickt. Ich würde sagen, wir starten im Tor, und da habe ich mich für den Keeper von Eintracht Frankfurt entschieden, und zwar für Radetzky. Der hat eine richtig starke Partie gespielt gegen Borussia Dortmund, muss man ganz ehrlich sagen. Die Frankfurter mit einem absoluten Überraschungssieg mit 1:0 durch ein Tor von Stefan Aigner. In der Folgezeit hat Dortmund gedrückt und gepresst und alles Mögliche versucht, aber es ist nicht wirklich was bei rumgekommen, und Radetzky war auf jeden Fall einer der Gründe dafür. Bei Hummels Abseits-Tor, das kein Abseits war, konnte er nichts machen, aber da es nicht gezählt, kann man ihn auf jeden Fall trotzdem reinbringen. Eine weitere Option hier wäre Felix Wiedwald. Der hat das erste Mal diese Saison nach 32 Spieltagen zu 0 gespielt. Halleluja! Das Aufwarten bei den Bremern ist groß, und das natürlich jetzt vor dem letzten Spieltag gegen Eintracht Frankfurt. Idealer Zeitpunkt, kann man auf jeden Fall so sehen. Aber ich habe mich, wie gesagt, für Radetzky entschieden, und ich denke mal, auf der Position sehen wir damit sehr, sehr gut aus. Und gerade weil Frankfurt einfach auch diesen extremen Achtungserfolg, sie haben halt gewonnen, sie haben zu 0 gespielt und dann auch gegen Dortmund. Deswegen steht Radetzky für mich ein Stückchen über Wiedwald. Kommen wir zur Abwehrreihe, und auch da haben wir einige sehr interessante Spieler. Unter anderem einen Debütanten in der Bundesliga dieses Wochenende, und zwar Finn Arkenberg. Dazu haben wir noch Abraham, Yannick Wesergaard und nicht zu vergessen Mats Hummels. Natürlich ist einer davon ein bisschen strittig, denn Hummels hat als einziger aus dieser Abwehrreihe verloren gegen Eintracht Frankfurt, also gegen Abraham. Allerdings hat er eine gute Partie gemacht, hat einen gefährlichen Kopfball, ich glaube, an die Latte gesetzt, ein Kopfballtor gemacht, das nicht gezählt hat, hat allgemein sehr souverän gespielt hinten drin und hat seine Mannschaft geleitet, wenn auch nicht zum Ausgleich. Trotzdem war das nochmal ein sehr ordentlicher Auftritt, bevor er sich wahrscheinlich verabschieden wird. Gerade nach der Kritik in den letzten Wochen ist das nicht selbstverständlich. Und deswegen habe ich ihn vor David Alaba in meine Elf des Tages gepackt. Warum Abraham drinsteht, denke ich mal, braucht man nicht zu erwähnen. War der beste Verteidiger in meinen Augen gegen halt eben Borussia Dortmund. Hat eine starke Partie gemacht und war mitverantwortlich dafür, dass man zu 0 gespielt hat gegen die zweitoffensivstärkste Mannschaft der Liga, wenn ich mich recht entsinne. Also ganz, ganz starke Leistung und dementsprechend in meiner Elf des Tages, zumal ich normalerweise nicht sowas von ihm gewohnt bin. So, kommen wir zum dritten Spieler. Und das ist, wie gerade eben bereits angemerkt, ein Debütant, und zwar Arkenberg. Warum Arkenberg? Ja, ganz einfach. Der hat eine sehr, sehr starke Partie gespielt in seiner ersten Partie in der Bundesliga. Und das gleich gegen Leute wie Kevin Volland, Margut, Kramaric. Das ist schon alles andere als einfach. Auch ein Amiri ist kein schlechter. Und da in seinem ersten Spiel so souverän zu spielen und die so ein bisschen zur Weißglut zu treiben, bei Volland hat das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Das verdient Respekt, und dementsprechend ist er in meiner Hälfte des Tages. Weil beispielsweise Kicker war es, glaube ich, bei Transfermarkt insgesamt ist es im Endeffekt Waldemar Anton geworden, der in der Hälfte des Tages stand zum zweiten Mal. Auch bei dem hätte ich es mir vorstellen können. Ich habe mich für Hakenberg entschieden wegen Debütant, aber natürlich ist auch Waldemar Anton da eine weitere Alternative. Der letzte Verteidiger ist dann Yannick Weser, Westergaard, und
Ja, der hat einfach auch eine sehr gute Partie gemacht, hat ein Tor mehr oder weniger vorbereitet, was er nicht gezählt hat, zu Unrecht. Dazu hat er noch einen sehr, sehr schönen Ball beispielsweise gespielt auf Slatko Junuzovic, den der da kurz vor der Halbzeit nicht verwerten konnte. Und allgemein stand die Bremer Defensive sehr solide oder recht solide. Und gerade weil ich Wiedwald nicht im Kasten habe, wollte ich dieses zu Null nochmal würdigen und einen Bremer Verteidiger reinpacken. Und da Westergaard wirklich sehr stark gespielt hat und ja auch herausgestochen ist aus der Bremer Defensive, habe ich mich da für ihn entschieden. Kommen wir zum Mittelfeld und auch das sieht relativ stark aus. Da haben wir zum einen André Hahn, dann kommt der nächste von Hannover 96 und zwar Noah Joel Saren Renbase, Luis Gustavo nicht zu vergessen und der letzte im Bunde, habe ich gerade ehrlich gesagt nicht im Kopf, deswegen muss ich mal ganz kurz nachgucken, ich überlege gerade verzweifelt, aber ich komme einfach nicht drauf, natürlich jetzt ganz, ganz peinlich, ach ja, Quatsch, natürlich, jetzt komme ich doch wieder drauf. Jerome Gondorf von Darmstadt 98. Also, Noah Joel Saren Renbase auf der rechten Seite Torvorlage gemacht, allgemein eine sehr starke Partie gemacht. Der hat einiges an Problemen bereitet und zwar Toljan auf seiner linken Verteidigungsposition. Hat sich da einige Male sehr gut durchgesetzt, unter anderem auch vor dem 1:0 auf der rechten Seite mal wieder mit Blistering Pace runtergelaufen und den Ball dann in den Rückraum gelegt, wo Soberg den durchlässt und Kiyotake das 1:0 macht. In der zweiten Halbzeit hat er sich gegen Polanski und ebenfalls wieder Toljan einmal wunderschön durchgesetzt. Allgemein viele gute Ansätze, viele gute Läufe, teilweise noch ein bisschen mangelnde Präzision. Aber der Junge ist richtig gut und ich denke mal, der wird demnächst endlich sein erstes Tor machen. Nicht mehr gegen Bayern, sondern in der zweiten Liga. Aber der wird, denke ich mal, ein wichtiger Baustein sein, wenn Hannover denn in die zweite Liga dann mit ihm zusammen plant bzw. gehen wird und er da zum Stammpersonal zählen wird. Des Weiteren muss man natürlich auch dazu sagen, dass Hannover gewonnen hat und sowas ist nicht selbstverständlich und dementsprechend ist er mit in der Elf des Tages, das seiner dritten Vorlage im fünften Spiel, was definitiv ordentlich ist als 19-jähriger Bundesliga-Neuling. So, dann Jerome Gondorf, ebenfalls ein Bundesliga-Neuling, hat ein Tor gemacht gegen Hertha BSC Berlin und hat wichtig zum Sieg beigetragen, war in meinen Augen noch mehr Matchwinner als Sandro Wagner, einfach, ich meine gut, der hat das Match wirklich gewonnen, aber auch noch gelb-rot gesehen und naja, Gondorf hat den Ausgleichstreffer gemacht und von daher kann man das auf jeden Fall so lassen, ist eine ordentliche Leistung gewesen, der Darmstädter, die verdient gewonnen haben gegen Hertha und dementsprechend kann man das Ganze so lassen und Gondorf steht im zentralen Mittelfeld. Luis Gustavo hat ebenfalls ein Tor gemacht und zwar für den VfB Wolfsburg auswärts beim Hamburger SV. Wolfsburg ja unglaublich schwach diese Saison ja auswärts, haben aber jetzt ausnahmsweise mal wieder gewonnen im Volksparkstadion und das durch ein Tor von Gustavo nach einer Ecke. Das war eine gute, solide Leistung von ihm, er hat zudem zu Null gespielt, als defensiver Mittelfeldspieler kann man das ja auch mal vorheben und dementsprechend ist er in meiner Hälfte des Tages. Und André Hahn, ich denke mal, das muss ich nicht sonderlich erklären, Leverkusen führt durch Aranguiz und dann kommt der doppelte Hahn und trifft schon wieder wie am Fließband und macht einen Doppelpack und ja, bringt den Sieg für seine Borussia und bringt die Champions League für seine Borussia. Dementsprechend steht auch er in meinen Augen vollkommen verdient in der Elf des Tages. So, die Stürmer, dazu kommen wir jetzt. Auch die sind, wobei sie waren nicht so einfach, aber bei allem zumindest hat es mir überhaupt keine Probleme bereits hinauszuwählen. Der andere schon ein bisschen schwieriger, aber wir schauen dann, würde ich mal sagen, durch. Und zwar haben wir da zum einen Robert Lewandowski, den polnischen Stürmer vom FC Bayern München, der mal wieder 2 Tore gemacht hat und das gegen Ingolstadt und damit ja die Meisterschaft gebracht hat für den FC Bayern. Und auf der anderen Seite haben wir Karim Onisivo, den wir gerade schon gesehen haben, der ja, nigerianisch, glaube ich, österreichische Stürmer von Mainz 05, der ja im Sommer gekommen ist und jetzt plötzlich richtig auftritt. Der macht richtig gute Spiele, auch zuletzt schon eine sehr gute Partie abgeliefert. Ich weiß gerade gar nicht, gegen wen das war, aber jetzt gegen Stuttgart, als sie den VfB quasi runtergeschossen haben in die zweite Liga mit einem Gala-Auftritt, mit einem Tor, mit einer Vorlage und allgemein sehr, sehr starken Ansätzen. Dementsprechend eher vor John Córdoba in der Elf des Tages. Auch Córdoba hat ein Tor und eine Vorlage gemacht, aber ich habe mir einfach gedacht, weil Onisivo so gut, okay, er hat übrigens, ja, bis zur Winterpause in der österreichischen Liga gespielt. Tut mir leid, habe ich falsch auf dem Schirm gehabt. Weil er einfach noch so quasi Neuling ist, quasi noch nicht Debütant, aber immer noch frischer ist als Córdoba, der jetzt die ganze Saison schon Zeit hatte und gerade überraschenderweise auch ein Tor eine Vorlage gemacht hat, wobei seine Vorlage noch stärker war als die von Córdoba in meinen Augen und das Tor, ja gut, okay, war ein Tap-In, während Córdoba ein richtig schönes gemacht hat, aber macht ja nichts. Deswegen ist er auf jeden Fall drin. Córdoba wäre genauso möglich, aber ich habe mich für Onisivo entschieden und ich denke mal, das passt auch ganz gut. Kommen wir zum Trainer des Spieltags und der ist relativ einfach zu benennen und zwar ist das, ja, Niko Kovac natürlich, der mit seiner Eintracht zu Hause gegen Borussia Dortmund gewonnen hat und damit noch alle Chancen auf den Klassenerhalt hat am letzten Spieltag in Bremen. Das wird eine sehr, sehr interessante und dramatische Partie natürlich. Parallel noch das Spiel zwischen Wolfsburg und dem VfB, wo VfB unglaublich dringend gewinnen muss. Für Wolfsburg geht es um nichts mehr, für den VfB geht es um alles oder sie steigen das erste Mal seit, ich glaube, über 40 oder 34 bis 40 Jahren irgendwie sowas in den Dreh ab und das
wäre natürlich eine Katastrophe für den süddeutschen Fußballverein aus Stuttgart, aus dem Schwabenländle. Naja, das war's auf jeden Fall. Ihr seht hier einmal die vervollständigte Elf des Tages mit Trainer. Ich denke mal, kann man so machen. Schreibt mir eure gerne in die Kommentare. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Das wird nicht eine Top-Elf des Tages sein, sondern ein anderes Video. Aber die nächste Top-Elf des Tages gibt es nächsten Montag. Und ich hoffe, ihr freut euch drauf und euch hat's gefallen. Bis dann. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Passt auf euch auf. Haut rein. Und ciao.